Sonne auf dem Nacken, sage ich Hallo zu einem Supercup-Spiel, was ja eigentlich nicht irgendwie jedes Jahr passiert, sondern das allererste Mal direkt mit einem Tiski. Bevor das Video anfängt, jeder, der gerade ein Bier in der Hand hält, erstmal Prost. Und eins verspreche ich euch, dieses Jahr kein Radler. Dieses Jahr normales Bier. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Was macht ihr? Seid ihr schon auf dem Weg? Hey, wir gehen Supercup spielen, ja? Die Saison beginnt einfach direkt mit einem Pokal gegen VfB Stuttgart. Ist kein leichter Gegner, das wissen wir alle. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Hab eine Brezel gegessen, mein Bier am Trinken. So, bin bereit. Bin bereit, um durchzustarten. Schön mit Leverkusen-Jacke. Einfach auf schön Leverkusener Farben auf den Schuhen. Alles muss unsere Farben haben. Sogar das Tiski muss unsere Farben haben. Ganz entspannt ein Tiski statt Stadionbrezel. Einfach mal eine normale Brezel von Rewe. Ich bin jetzt vom Stadion, aber ich habe mal so eine Frage. Ne? Diese ganzen Securities sind ja immer hier. Und die sind ja wirklich überall verteilt im Stadion. Und viele von euch gucken sich ja meine Stadionvlogs an, weil die nicht zu, also nicht ins Stadion kommen können, weil ihr ja irgendwie auf der Arbeit seid oder so. Als was arbeitet ihr denn, dass ihr keine Zeit habt, zum Spiel zu kommen? Das würde mich mal interessieren. Also viele von euch sind ja Ärzte und alles, was dazu gehört. Aber würde mich mal interessieren, als was arbeitet ihr, dass ihr nicht so richtig zu den Spielen kommen könnt? Der Gewinner vom Gewinnspiel. Na, wie findest du den Sport? Ja, richtig geil. Geiles Spiel heute. Der Jubelsieger gegen Vizemeister wird ein geiles Spiel. Und hoffentlich dann auch die Leverkusen. Sein Vater ist auch gerade da vorne, der macht ein Foto mit Erik Meyer. Also die genießen den Tag komplett. Und darum geht es. Einfach den Tag genießen, hoffentlich Sieg. Noch lachen wir, noch lachen wir. Kann sein, später. In 3 Stunden. Was sagst du? Wird schwierig, wir müssen schauen, wie sie spielen, aber am Ende gewinnen sie. Hoffe ich auch. Egal was passiert, Hauptsache Win. Wie viele Millionen, Milliarden sind hier? Guckt euch mal diese ganzen fetten Karren an. So, hier sind wir wieder. Papa vom Gewinner. Kollege? Nein. Kollege, aber stabiler Kollege. Ja, den Sohnemann habt ihr eben schon gesehen. Was sagt ihr? Wahnsinn. Ergebnis? 3-1, Leverkusen. 4-0. 4-0, nein, Spaß. 2-2 und danach geht's rein ins Elfmeterschießen und dann gewinnen wir. Ich habe mich ja schon gefragt. Wird schon cool. Ich hoffe einfach, ihr habt heute Spaß. Ja, ja. Ich sag nochmal danke, danke, danke. Bleibt gesund, ja, mein Freund. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, ne? Ja. Brutal, brutal! Ja, das ist unsere das, neue Fisch. Seit vielen Jahren mit uns machen. Sie stellt sich. Bruder, das ist krass, Bruder! In die Fußmann. Das wird maximal! Was ist das für eine Sicht? Und deshalb bin ich der DML sehr dankbar. Das ist krass! Denn was Menschen in der Hinterung zu leisten sind. Darf ich euch vorstellen, mein Sitzplatz für diese Saison. Bruder, Bruder, bitte diese Kamera nicht. Diese, Bruder, diese. Alter. Bruder, was ist das? Ist
das geil! Geil! Seit 2016 unterstützen wir mit der Stiftung der Sportgruppe Paralympische Athletinnen und Athleten. Am 28. August starten viele von Ihnen bei den Paralympics in Paris. Stellvertretend. Hoffentlich gehört dieser Pokal heute uns. Aber auch wenn wir den verlieren würden, würde ich es den Stuttgart dann auch gönnen. Brutal. Alter, das sieht so geil aus. Unglaublich. Unglaublich. Wieder langer Ball. Oh, gut! Oh! Position. Gefährlich für die Stuttgarter. Komm Männer, ihr seid in Überzahl. Kann auch ein direkter Schuss werden. Alles noch drin, aber unnötig, unnötig. Der Mann ist am Anweisungen geben. Wenn es nach ihm gehen würde, würde er mitspielen. Ich sag's euch ehrlich, guck mal, wie der in der Linie steht. Aminatli. Aminatli für Bonny, der liegt dazwischen. Geh drauf, Bonny. Sehr gut. Granit. Sehr gut. Valencia. Sucht die Lücke. Terrier. Den Capier.
Ich sehe schon, der Druck kommt. Wieder in Kapier, wieder Terry. Balancia. Komm, Bolo. Komm, Bolo. Sehr gut, Bolo. Auf den Kapi, komm. Rein mit dem Ball. Jetzt, Boni. Weiter, weiter, weiter. Komm in Kapi. Komm in Kapi. Oh nein, 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 nein. Ja, Junge! Stuttgart schon wieder mit dem Freistoß. Oder die kommen immer so gefährlich, ne? Guck mal, guck mal, guck mal, die sind mit allen Mann in der Hälfte drin. Sehr schön, Bolossia! Mr. Franzos! Wie das aussieht. Schade. Aber noch ist alles drin. Kommt Chaka. Auf Bonny. Mr. Boniface. Mr. Pistolero. Oh. Ja, nach jeder Film eigentlich. Ja, hey, geht's fit. Warte, der hat eben nach dem vierten Tor gemacht oder dritte? Ne, beim vierten hat er das Tor gemacht, jetzt hat der Eckball eventuell jetzt wieder ein Tor. Mal gucken, ob der immer nach jedem vierten einen macht. Mr. Alex Garcia. Oh. Rote Karte für uns. Alex Garcia oder wer? Alex Garcia mit einer roten. Oder wer? Wer hat die rote bekommen? Ich sehe nichts. Martin Thierry hat die rote bekommen. Tabe wärmt sich gerade auf. Rote Karte, 37. Spielminute. Das ist offiziell die erste rote Karte nach einem ganzen Jahr. Wir sind jetzt halt immer ein Mann mehr, ne? Gegen so einen Stuttgart mit einem Mann weniger. Das ist einfach die erste rote Karte nach einem ganzen Jahr. Und da kommt auch Stuttgart schon. Bruder, die Message. Also, das ist eine Sache, die sowieso gerade unglaublich ist. Aber dasselbe werden wir jetzt in diesem Spiel höchstwahrscheinlich nicht das letzte Mal gesehen haben. Was redet ihr denn? Was denn? Geh doch mal weg, Junge, reicht doch jetzt, Alter, diese Schiris, ne? Also wirklich. Was redet ihr denn so lange?
machen einfach Smalltalk. Wir machen einfach Smalltalk. Ja. Ich. Ihr dürft euch in den Kommentaren, ne, gerne austoben. Gib die Karte! Gib die Karte! Gib! Gib! Wow! Nach dem Druck! Ey, Alter, ich krieg wieder Stress. Oh, dieses wunderschöne Bayerkreuz, so. Ey, Digga. Ich liebe diese ganze Kurve hier. Ich liebe diese Kurve hier. Sehr schön, Luna, sehr schön. Noch 3 Minuten. Die Stuttgarter machen jetzt hier Druck. Wir haben uns eingebunkert, einfach irgendwie. Erst nach der Halbzeitpause können wir irgendwie noch mal was machen. Aber guck mal, die kommen. Die wollen klopfen und ich glaube, die werden noch klopfen. Sehr schön. Jeder Einzelne. Kräfteraubend. So sieht das aus. Boah. Genau das meine ich. Stuttgart ist gefährlich gerade. Das meine ich. Genau deswegen müssen wir in der Halbzeitpause. Xabi Alonso, der muss da irgendwas ausholen jetzt. Jetzt muss die Erfahrung sprechen. Komm, Granit Xabi, komm, Granit Xabi. Zeig deine Premier League-Kürze. Andrich, Rupert Andrich, Andrich, Andrich. Und das zweite Abseits. Dieser, Sag euch so, Halbzeitprognose. Oder alles läuft gerade gegen uns. Wenn wir hier heute gewinnen, ich sag euch so, wie es ist. Hier nebenan ist der California Schwimmbad. Ich gehe da rein irgendwie. Ich versuche da einfach in den Becken reinzuschwimmen. Wenn wir das Ding heute gewinnen. Ich habe keine Ahnung. Was sagst du? Worte fehlen, Bruder. Ja, wie kann man eine rote bekommen? So unnötig, Bruder. Terrier. Ja, nicht mal krass. Gerne, genieß das doch. Du hast so gut gespielt. Wofür? Für was? Für was? Da noch glatt rot. Glatt. Das wird so schwer. Aber egal. Jetzt muss Xabi Alonso zeigen, warum er Xabi Alonso ist. Stuttgart, Alter, die kommen. Die werden so kommen, Bruder. Wir werden keine Gnade mit uns haben. Keine Gnade, null. Die zweite Halbzeit hat begonnen und die Jungs müssen heute alles fit machen. Frimpong, Rimaldo Wirtz, Patrick Schick wärmt sich jetzt auch auf. Hoffmann, Kosunu, komm Männer. Stuttgart greift an. Das wird jetzt ein Bunkerspiel, ne? Aber irgendwann werden die klopfen oder bekommt dann halt eben, ne? Eine andere Wahl gibt es nicht. Oder die machen so Fehler. Das wäre natürlich das Beste, wenn ihr genau so spielen würdet. In Kapier. Alonso Balancia. Andrich, in Kapier. Irgendwie. Alonso Balancia, der Junge ist gut. Wir arbeiten gut. Was? Guck mal, wie der sich extra hinlegt. Der erwartet was dafür, ne? Gefährlich, Chaka runter mit dem Ball. Oh, sowas ist immer gefährlich. Pass auf. Oh, da kann man so schnell. Ey, guck mal, der Schiri. Guck mal. Ja, nee, das hast du gesehen. Kommt Granit Xhaka. Ja, und noch eine gelbe. Ja, gib am besten Xabi Alonso noch eine rote, dann perfekt. Stuttgart.
Gefährlich, Andrich. Komm, den hast du. Komm, lauf, 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 lauf. Nimm Tempo mit. Nimm Tempo mit. Komm, 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 komm. Ja, schade, 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 schade. So, die haben jetzt eingewechselt. Führisch ist drin, Undorf ist drin. Silas ist drin. Aber auf maximalem Niveau. Der ist Level 1000, Aura 1000 ist der. Jetzt geht's hier richtig los. Jetzt geht's hier richtig los. Ich sag da gar nichts mehr zu. Wenn ich was sage, wird dieses Video maximal rot. Ich bin einfach leise. Ich bin einfach leise. Ich sag gar nichts mehr. Ich will. Mach ein Lexikon auf, da stehen böse Wörter. Alles das. Ich versteh schon. Ich kann nichts mehr sagen dazu. Guck mal jetzt, mal gucken, wie der Karten wieder verteilt. Jerry kommt. Ja, Jerry, Witz. Die sollen alle kommen, aber Bruder, jetzt kommt's. Warte, ja, der redet und der redet. Ja, jetzt sind die Seitenschiedsrichter auch noch da. Tamam, Roy Rumble hier. Roy Rumble einfach. Einfach WWE. Okay. Streitschlichter auf dem Pausenhof. Tabsoba. Guck mal, der, diese Wirt. Nicht Wirt, keine Ahnung. Alles Imposter hier. Die sind heute maximal gegen uns. Egal, Mann. Wir sind trotzdem deutscher Meister, Marke. Scheißegal, gib. Verteil, Bruder. Wir werden diese 2-2 sowieso dahin schreiben. Warte ab. Ob du willst oder nicht. Ob du willst oder nicht. Patrick Krenn! Patrick! Und das Spiel mit Nummer 10. It's time! Die 90. Minute kommt immer her, dann machen wir da weiter, wo wir stehen geblieben sind. Auch mit einem Mann weniger. Komm, Bayer. Ich will nur, dass du kämpfst. Kämpf einfach. Meine Adern. Alles. Nase. Atemprobleme, alles. Ja, komm. Komm. Jerry. Terry, this is Tom and Jerry. Du bist Tom, das ist Jerry. Jerry bekommt dich immer, Bruder. Yeah!
Oh, sehr schöner Ball, sehr schöner Ball, sehr schön. Den Ball nur unterholen, irgendwie. Da ist noch was, da ist noch was. Wirtz, den hast du, Wirtz, komm. Kartoffel auf die Eins! Sehr gut! Aber dann das hier. What? 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 Wie? Wer hat denn das gemacht? Wie? Wie kann man den da noch? Wie? Oder? What? Wie? Bruder, nicht mal bei FIFA. Mit FIFA auf Dings, auf diese Mode hätte das geklappt, auf diese, wie nennt man das nochmal? Momentum. Granit. Komm, Granit! Komm! Ich hab gesagt, ob du willst oder nicht. Ob du willst oder nicht. Ob ihr wollt oder nicht. Ihr wisst, dass hier immer unentschieden gespielt wird. Oder der Patrick noch 3-2 macht. Ihr wisst das. Hadi. Wo läuft er? Ja, der läuft. Der läuft. Der läuft, Joel. Der läuft, Joel. Boni Gelbe. Was ist denn jetzt? Ich check nichts mehr. Ich verstehe gar nichts mehr. Jetzt wird ausgerastet, Wasser weggeschmissen. Oder das ist so eine Schiebung, ja. Das ist so eine Schiebung. Ach, scheiß drauf, Digga. Ach, komm. Ach, komm. Wenn das den Bayern passiert. Ja, ach, als ob, passiert nie. Ach, komm, scheiß drauf, Bruder. Unsere Spieler diskutieren schon, Alter. Bruder, ich komm nicht. Ach, scheiß drauf, jetzt da, gefault. Da, der macht gar nichts. Der macht gar nichts. Der Kleine, du Kleiner. Ich, deine. Schon wieder ein Foul. Schon wieder ein Foul. Oh, gut. Ah, Mann, Alter, ich hab die Schnauze voll. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Das ist nicht mehr normal. Du kannst das vergessen, diese Schiedsrichter. Janek, guck mal. Jeder einzelne Spieler sagt, was ist das gut? Janek, guck, die reden alle mit denen, die sagen, Kleine. Fassungslosigkeit, aber die gerechte Strafe wird noch kommen dafür. Und wieder ein Foul. Und wieder ein Foul. Da wieder nichts. Einfach noch irgendwas. Ach, Scheiße. Versteht ihr, was ich meine? Jetzt durch, komm! Geh durch! Sehr
stark, sehr stark. Ja. Elfmeterschießen ist pure Glückssache. Da gehört das mehr Glück als Verstand. Manche Spieler haben die Nerven, manche nicht. Torwart rettet manchmal Pfosten. Egal, wer hier als Gewinner am Ende rausgeht, war ein starkes Spiel. Außer der Schiedsrichter. Aber ein bisschen. Das habt ihr schon jetzt gesehen, 90 Minuten lang. Wir genießen das jetzt. Es folgt das Elfmeterschießen Supercup 2024. Unglaublich. Alejandro Grimaldo, komm mein Lieblingsspieler. Dalma, dale, Ale. Dale. Bei dem, ich rieche so. Könnte sein, der verschießt. Der sieht mir so aus, als könnte der daneben treffen, oder? Alleine schon, der ist nervös. Mach mir nicht auf! Ja, ich hab's gedacht!
Garcia. Beim Bittespiel hast du verschossen. Da ging der Ball hier rein einfach. Hier so ungefähr in die Ecke hier, da wo der Schiedsrichter steht. Aber diesmal, komm. Mach dein Tor, mein Bruder, komm. Ah!
das war's mit dem Stadion-Vlog. Wir sind nicht nur deutscher Meister, wie es da unten steht. Wir sind jetzt DFB-Pokalsieger und wie heißt das jetzt? Supercup-Sieger. Ey, Hammer. Wir haben in Deutschland den Triple geholt, ne? In Deutschland haben wir offiziell den Triple geholt. Man kann uns jetzt auch Triple H nennen. An der Stelle, Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, wie die Aussicht hier. Eine schöne Heimreise, auch an die Stuttgarter. Reich stark, man muss sagen, reich stark. Aber juck mich nicht. Am Ende haben wir gewonnen. Ah, Mann, ey. Hey, mir geht's so gut. Jetzt gehe ich erstmal schön essen. So saftig. So saftig essen gehen wir, ne? Gehen wir jetzt essen, Bruder? Natürlich. So. Jetzt Champions League Auslosung bitte. Ich hab Bock bei dieser Aussicht mal so einen Erling Haaland nach Hause zu schicken.